Hallo Angelfreunde, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schaut mal, die Angelsession ist vorbei. Ich hatte heute einen wunderschönen Angeltag, aber guckt mal hier. Noch so viel Grundfutter ist übrig geblieben. Das sind locker noch 500 Gramm. Ja, was mache ich jetzt hier mit dem ganzen Grundfutter? Ich würde es gern verwenden fürs nächste Angeln, aber wie kriege ich das jetzt haltbar? Ich habe einen ganz einfachen Trick für euch. Und zwar, schaut mal hier. So Freunde, also, ich habe jetzt noch Haufen Futter übrig und es wäre echt schade, das einfach wegzuschmeißen. Und jetzt gebe ich euch so einen richtig guten Tipp. Nehmt ihr euch hier so einen wiederverschließbaren Zipbeutel, macht ihr das ganze Futter rein. Moment. So. Zugemacht. So, und jetzt könnte man das schon einfach einfrieren. Aber ich habe einen super Tipp für euch. Und zwar gibt es hier so Vakuumierer, so Vakuumpumpen. Und da einfach nehme ich nochmal hier die Luft raus aus dem Beutel. Hm, dauert kurz. Oh, seht ihr schon? So, fertig. Jetzt können wir das noch hier beschriften, was ich genau für ein Futter habe. Und so eingefroren hält es locker mehrere Monate. Und wenn ich dann angeln gehe und sage, okay, komm, ich habe noch Futter übrig, dann kann ich das einfach aus dem Gefrierfach nehmen und ja, hab fertiges Futter. Probiert's mal aus, Leute, und ganz viel Spaß am Wasser. Macht's gut. Ciao.